Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Kaffeepause daheim oder am Arbeitsplatz, das bringt einem immer wieder so richtig in Schwung. Bei Coop gibt es 6 verschiedene Kaffeemischungen, damit jeder seinen persönlichen Lieblingskaffee kann trinken. Vom fein aromatischen Jubilar über den kräftigen Espresso bis zum koffeinfreien Bonsoir. Der Coop-Kaffee ist ja bekannt für seine einmalige Qualität. Es sind alles edle Hochlandsorten aus ausgesuchten Plantagen. Und wo das der Kaffee herkommt, das finden Sie auf jeder Packung. Aber nicht nur die Qualität der Kaffeebohnen bestimmt, wie aromatisch das später der Kaffee schmeckt. Das Rösten und das Mischen ist mindestens ebenso wichtig. Und das ist eine Kunst, die die Spezialisten von Coop besonders gut beherrschen. Und davon können Sie sich selber jeden Tag in Ihrer Kaffeepause überzeugen. Allzu viele Süßigkeiten, man weiss es, sind nicht gesund. Und trotzdem muss man auf Süße nicht verzichten, weil immer mehr moderne, zuckerfreie Produkte hergestellt werden. Viele von diesen Produkten schonen erwiesenermassen Zähne und dürfen darum das spezielle Signet auf der Packung tragen. In Ihrem Coop-Laden finden Sie bereits eine grosse Zahl von zuckerfreien Produkten. Gebäck und Schoki, Bonbon, Kaugummi und Getränk. Schuhe für einen bunten Modeherbst gibt es jetzt im Diana Schuhgeschäft. Hier ein Beispiel aus der neuen Herbstkollektion. Modische Damenstiefeletten Robin Hood und dazu passend die Damentaschen in der gleichen Farbkombination. Auch diese Woche werden wieder 2 Coop-Verkaufsstellen eröffnet. Der Coop Supercenter in Schwarzenburg und der Coop Center in Schütz im Kanton Luzern. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Die Kieler Tage bringen auch wieder die feinen Gerichte aus dem Ofen. Heute machen wir einen währschaften Nudelgratin. Aus dreierlei gehacktem Eier, Paniermehl, Peterli, Knoblauch und Gewürz haben wir Fleischkügel gemacht. Die Fleischkügel werden im Olivenöl gebrötelt. Eine Soße aus geschälten Tomaten haben wir auch schon parat. In die Gratinform, die wir mit Anken ausgestrichen haben, haben wir lagenweise breite gekochte Nudeln, die Fleischkügel und Mozzarella gefüllt und hören auf mit einer Schicht Nudeln. Jetzt geben wir die Soße drüber. Und zum Schluss streuen wir noch ein bisschen Parmesan drauf. Während 15 Minuten im vorgeheizten Ofen gratinieren und mit einem grünen Salat servieren. Wenn Sie es gelustet, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. Das wäre es. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die kommen. Es lohnt sich. Bei Coop gibt es Herrenhemper in aktuellen Farben und Dessins. Für nur 20 Franken und für nur 25 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Arnischocchi, Olé, Cremant Finor, Noisette, Cremant Noisette, Scholidor und Sanomalt, eine Tafel nach 100 Gramm nach Wahl, nur 95 Rappen. Vanille Erdbeerrahmglacé von Goldstar, der Block an 400 Gramm, statt 2,90, nur 2,30. Coop-Öpfelsprudel, 1 Liter statt 1,5, nur 80 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Katzenstreu Kitty 3, 5 Kilo statt 4,20, nur 3,20. Trauben Uva Italia, das Kilo nur 1,70. Auf Wiedersehen!